Der Fastnachtssonntag war nicht gerade mit schönem Wetter gesegnet. Sturm und intensive, langanhaltende Regenschauer waren vorhergesagt. Aber der liebe Gott muss auch ein Narralese sein, hat er doch immerhin für die Zeit des Fastnachtsumzuges einen Regenschirm über Villmar gespannt. Und so fanden sich, zum Trotz der Unwetterwarnungen, einige unverwüstliche Villmarer am Straßenrand ein, um die Fußgruppen und Wagen des Villmarer Fastnachtszuges zu begrüßen. Wie immer bildet das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr die Zugspitze und lud zum Schunkeln und Mitsingen ein. Am Rosenmontag bin ich geboren. Dieses Lied gehört zur Fastnacht genauso wie die Interpretin Margit Sponheimer, die übrigens just zur Fastnacht 77 Jahre alt geworden ist. Wir brauchen kein Reichtum, wir brauchen kein Geld und feiern wir Fastnacht, gehört uns die Welt. Helau! Die Ölver, die Tanzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Villmar unter der Leitung von Theresa und Dagmar Kaspari. Die edlen Ritter kämpfen furchtlos für ihr Königreich. Doch eine holde Maid verdrehte ihnen den Kopf. Oje, können die jetzt nur noch nach hinten gucken? Die Space Girls sind in den Weiten des Weltalls unterwegs und haben auf ihrer Entdeckungsreise durch unsere Galaxie reichlich Wurfmaterial mitgebracht. Die Burning und Rising Flames der Freiwilligen Feuerwehr Villmar. Immer wieder ein Augenschmaus. Und hier geht wieder die Post ab, dass es so richtig wummert. Die Kirmesburschen 2019 stürzen mal wieder so richtig ab. Doch ob daran der erste Klasseflug über Villmar schuld war, das weiß nur der Flugkapitän. Die Peter-Paul-Garde fragt doch tatsächlich, wer hat das schönste Dorf im ganzen Land? Na, welches Dorf kann das denn schon sein? Sollte da wirklich jemand anderer Meinung sein, kann er sich das Dorf zum Peter-Paul-Fest auf dem Weinabend schön trinken. Die Garde lädt dazu herzlichst ein. Auch der Kiebitzmarkt Zanger ließ es sich nicht nehmen, mit einem Wagen am Zug teilzunehmen. Die frischen Heidekartoffeln fanden dann auch zahlreiche Abnehmer. Auch der ECS Gartenbau- und Hausmeisterservice beteiligte sich mit einem fröhlichen Helau aus luftiger Höhe. Wie jedes Jahr nutzt das Runkler-Prinzenpaar, dieses Jahr Prinzessin Jeline die Erste und Prinz Markus der Erste, den Villmarer Fastnachtszug für ihre Generalprobe. Denn am Rosenmontag stehen sie in Runkel auf ihrer fahrenden Burg. Die Kirmesburschen 2020 machen jetzt schon einmal so richtig Stimmung und laden zu ihrer Hüttengau die Kirmesfreitag ins Villmarer Festzelt. Dieses Jahr stehen wieder die Würzburmen als Garant für eine erstklassige Partystimmung auf der Bühne. Die kunterbunte Kindertanzgruppe des Quartettvereins hat sichtlich großen Spaß am Fastnachtsumzug teilzunehmen. Im Gefolge haben sie ihren großen Wagen. Die Quartettler haben dieses Jahr alle Hände voll zu tun, ist es doch ihr großes Jubiläumsjahr. 100 Jahre wird der Quartettverein alt. Dafür haben sich die Damen und die Herren auf dem Wagen aber doch noch ganz gut gehalten. Ja, das wird sicherlich ein großes Fest.
Vom 5. Juni bis zum 7. Juni stehen die Hauptveranstaltungen an, mit einem akademischen Abend, einem Maybe-Bob-Konzert und einem großen Festumzug. Die Kita St. Agatha zeigte den Närrinnen und Narralesen am Straßenrand eine große Zirkusshow mit Tierbändigern, Clowns, Seiltänzerinnen, Zauberern und Artisten. Also bei richtigem Licht betrachtet, das ganz normale Leben einer jungen Familie. Es ist doch immer wieder schön, eine so bunte und große Fußgruppe zu sehen. Der Filmerer TV hat nun gar nichts mit Filmer TV zu tun. Nein, hier sehen wir die Fußgruppe des Filmerer Turnvereins. Für sie spielt die Hautfarbe keine Rolle. Sie nehmen sogar Schlümpfe in ihrem Verein auf. Ach ja, darum hat der TV Filmer wohl auch so viele Mitglieder, nämlich eine fast närrische Zahl von 1100 Mitgliedern mit über 450 Aktiven. Der Ärztekram geht auf die Leber, denn nur heute fährt uns Weber. Weber hat die dicksten Eier in Weiher, denn er fährt seine Hühner samt Stall von Wiese zu Wiese und macht so seine Hühner zu besonders glücklichen, freilaufenden Hühnern. Ein Schelm, wer jetzt hier an etwas anderes denkt. Den Abschluss bildet wie immer das Blaulicht der Feuerwehr am Ende des Zuges. Das war's für den Fastnachtsumzug 2020 und wir verabschieden uns mit einem kräftigen Filmer Helau! Ja.